Da sind schon wieder Papageien da oben. Aber hört sie gerade. Dieses ganz komische Geschrei. Und ich wollte mal über ein Thema reden. Und zwar... Ah, da sind wir. Und zwar unseren Rhythmus, den wir haben. Unser ständiges, unsere ständige Wiederholung. Und diese Wiederholung haben diese Papageien da auch. Jeden Tag sitzen sie auf den Bäumen, kreischen rum und dann gehen sie nachts wieder schlafen und am nächsten Tag kreischen sie wieder rum und fliegen rum, suchen was zu fressen. Und man hört sie eigentlich jeden Tag in derselben Region rumschreien sozusagen. Und wir machen ja Ähnliches. Wir stehen morgens auf, dann gehen wir zur Arbeit, dann ruhen wir uns aus, lenken uns ab, dann gehen wir schlafen, dann stehen wir wieder auf, gehen wieder zur Arbeit und so weiter. Im Prinzip ist es Aufstehen, Arbeiten, Ablenken, Schlafen. Aufstehen, Arbeiten, Ablenken, Schlafen. Das ist so das Alltägliche. Und im Kleinen ist es so, dass wir warten. Wir machen das, aber im Endeffekt warten wir auf was Großes, auf was Besonderes. Und vor allem warten wir auf das Wochenende. Wir warten auf den Urlaub. Und im noch größeren Maßstab warten wir alle auf die Rente, dass wir endlich aufhören können zu arbeiten. Das heißt, das ist quasi eine Vermeidungsstrategie, die wir machen. Wir machen, was wir machen müssen, um zu überleben. Oder wir denken, dass wir das müssen, arbeiten. Von der Arbeit fühlen wir uns ausgelaugt. Danach sind wir kaputt, lenken uns ab durch Fernsehen, wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, vorm Fernsehen liegen, da vor uns hin vegetieren. Wir sind so geschafft von der Arbeit, weil sie uns keinen Spaß macht, weil wir in der Arbeit keinen Sinn sehen, dass wir dann irgendwann... Moment. So, dass wir dann irgendwann so erschöpft sind von ein bisschen Arbeit, dass wir dann sehr schnell müde werden. Da lenken wir uns ab und dann werden wir müde und dann schlafen wir. Und am nächsten Morgen wachen wir wieder auf und so weiter. Und im Endeffekt freuen wir uns aufs Wochenende, warten darauf, haben schon was geplant. Das ist unser großes Ding, was wir machen wollen. Und irgendwann kommt dann der Urlaub, auf den wir uns freuen. Und dann vielleicht sogar die Rente und endlich vorbei mit dem Arbeiten. Was unterscheidet uns aber von diesen Papageien? Uns unterscheidet das, dass wir diese Wiederholungen im unzufriedenen Zustand machen. Also wir sind nicht zufrieden. Diese Papageien, denen ist es egal. Die sind völlig zufrieden mit dem, was sie tun, auch wenn es sich ständig wiederholt. Aber wir sehen in der Wiederholung eher eine Tristesse, eine Alltagstristesse, und die uns irgendwie zu was Besonderem führen will. Wir haben also nicht den Mut, uns zu erlauben, im Alltag, jeden Tag in der Wiederholung etwas Besonderes zu sehen oder es etwas Besonderes herauszuarbeiten. Und das ist sehr schade, denn wir vergeuden unser Leben und unsere Lebenszeit damit. Und es gibt ein schönes Sprichwort: Wenn du alles Geld und alle Zeit der Welt hättest, was würdest du tun? Und das ist interessant, sich endlich mal zu befreien von diesen Fesseln. Ich muss ja arbeiten, um Geld zu verdienen. Och, ich habe doch keine Zeit. Sich einfach mal vorzustellen, man hätte alle Zeit der Welt und alles Geld der Welt. Und was würde man dann tun? Und aus welcher Position heraus würde man es tun? Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe eben vom Ablenken gesprochen. Das heißt, wenn wir müde sind oder daheim sind, dann wollen wir uns mit dieser Unzufriedenheit nicht konfrontieren, die wir haben. Wir wollen uns ablenken, müde werden, ablenken und dann wollen wir schlafen gehen und so weiter. Und dieses Ablenken, also aus diesem Ablenken resultiert ein Davonlaufen vor etwas. Das heißt, nirgends hinstreben, sondern vor etwas davonlaufen. Etwas unterdrücken, das wir nicht anschauen wollen, weil es uns zu sehr konfrontiert mit unserer Unzufriedenheit. Und dieses Ablenken bedeutet also, dass wir ständig versuchen, durch Urlaub, durch Ablenkungen, uns gut zu fühlen und uns nicht mit unseren wahren Bedürfnissen und unserer Unzufriedenheit zu konfrontieren. Und das Ziel ist es, wegzukommen davon, im Alltag einen Sinn zu sehen, in diesem täglichen Tun das Leben zu erkennen und nicht das Leben erst im Urlaub, also nicht das Leben auf den Urlaub oder auf die Rente zu verschieben, sondern wirklich aus vollen Zügen im Alltag zu leben, dieses Weltbild zu ändern und endlich aus einer Position des Proaktiven heraus Dinge tun und nicht aus einer Position des Davonlaufens. Denn selbst wenn wir Sport machen, oder wenn wir versuchen, besser auszusehen, weil wir uns besser ernähren oder was auch immer, egal.
oftmals ist es nicht aus einer Position heraus von, ich tue etwas für mich, weil ich Lust habe dazu, proaktiv, kreativ zu sein, sondern ich will davonlaufen. Ich werde zu sehr konfrontiert mit meinen Unzufriedenheiten. Ich muss schnell davonlaufen, ich muss tun, damit ich ja das unten halte, die Unzufriedenheit, unterdrücke. Und das ist meistens die Motivation, woraus wir handeln. Und das ist eine falsche Motivation. Die Motivation sollte sein, ich bin schon da. Das Leben, der Alltag ist schon großartig. Das ist das Leben. Hier bin ich. Es gibt nicht mehr und nicht weniger. Vergiss den Urlaub, vergiss die Rente, vergiss das Wochenende. Das Hier und Jetzt. Und aus diesem Hier und Jetzt, wo ich alles habe, wo das Einzige ist, was es gibt keine Verheißungen oder Ähnliches. Aus dieser Position kann ich, weil ich erkenne, dass es das ist, was ist, kreativ handeln. Und dann kommt dieses Handeln, dieser Sport, diese Ernährung aus einer proaktiven Position heraus. Und dann ist es auch langanhaltend und von Dauer. Ich hoffe, man könnte ein bisschen was damit anfangen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.